So. Sollte ich dann gleich zu einer Quelle kommen. Oh no. Ja, wird schon nass. Da ist hier die Quelle. Sehr gut. Das letzte Mal bin ich hier noch mit 175 mm langen Kurbeln gefahren. Da war es um Butter. Jetzt mit den 160er Kurbeln tue ich mir da doch leichter. Geile Wege. Da muss man mit dem Oberkörper schon weit nach vor. Trotz der langen. So. Hörte mal ausgeschnitten der Weg. Wow. Ah, mal schauen, in welcher Seehöhe wir da jetzt sind. Eis essen. Und dann kommt ein Stück Forststraße und dann sind wir schon auf der Veitschalm. Na gut, da werden die Reifen wieder sauber. Ah, die 510 Schuhe sind rutschig im Schnee. Ja, wir werden da in eigenen Serpentinen rauffahren. Die Kühe haben das da drin zertrampelt. Aber ohne Kühe werden hier lauter Latschen. Kann ich gar nicht fahren. Da kommt jetzt ein ordentlich verblocktes Stück. Mit dem Körpereinsatz fahren. So, jetzt kommt ein langer Single Trail, der teilweise schwer zu befahren ist, eben weil er durch die Kühe so zertreten ist und auch weil es fette Wurzeln und dann da auch so verblockte Stellen gibt. Ja, der Weg ist in einem guten Zustand. Ah, da haben sich offenbar über den Winter die Kuhtritte ein bisschen ausgeheilt.
aber er bleibt halt trotzdem ordentlich verblockt. Der Weg könnte auch mal wieder eine Astschere vertragen. Jäppala! Ja, ich kann das sehr schön flach anlegen. Und durch die Kühe haben sich da eh so eine Art Wege ergeben. So. Hallo Tini. Okay, da werden wir mal latschen. Ja, der Weg, der ist ja sogar markiert mit diesen Hölzern. Aber er ist nicht leicht zu fahren. Das Gras hat einen super Grip. Okay, 1800 Meter Seehöhe bin ich schon. Ah, ich sehe das Gipfelkreuz. So, und das werde ich da links umfahren. Das ist ein weicher Schnee. Der Hügel vom Gipfel. Soll ich die da links? Nein, links kann man abstürzen. Ah, rechts meine ich.
die letzten Meter zum Gipfel. Jawohl. Vorsicht, Tini, ab. Tini, kannst abstürzen. Phew. Geschafft. Ah, herrlich. Sonntag, perfektes Wetter. Und in den 5 Stunden Tour keinen einzigen begegnet. Völlig menschenleer ist hier die Feitsch. Seltsam. Komm mal zu mir her. Komm her. Tini. Eine kleine Süße. Na, war das eine tolle Tour? So viel laufen. Wieder noch viel Schnee. Voilà. Den hier da unter. Okay. Ah, muss ich dann schon langsam nach links rüber. Ah, da ist noch jemand mit Skiern vor nicht allzu langer Zeit abgefahren. Schön runtergewedelt, offenbar mit 4 Gleitern, wenn ich mir die Spuren so anschaue. Ich gehe noch ein bisschen steiler. Yeah. Na bitte, eine wunderschöne Firnabfahrt. Wow. Gut, komm. Eine unverhoffte Kurve. Oh, da ist finster. Im dichten Wald. Die heutige Tour, also 7 Stunden 44 Minuten war ich unterwegs, 36,5 Kilometer, 2088 Höhenmeter, wobei das ist alles ein bisschen mehr, ich bin irgendwo angekommen beim Start-Stopp-Taster, beim Rucksack an-ausziehen wahrscheinlich, da war er zeitlang pausiert, na, über 3000 Kilokalorien. Wobei aerob und anaerob circa gleich hohe Trainingsintensität. Also das ist mit niedrigerem Puls und das mit hohem Puls. Die Temperatur hier unten 20,5, die war oben
teilweise 16 irgendwas bei starkem Wind. Also sehr angenehm heute zum Fahren. Das Höhendiagramm. Aha, nur 1953. Ich glaube, die Fetsch ist 2000 Meter hoch, muss ich dann nachschauen. Ja, Trittfrequenz, das ist alles aufgezeichnet. Ist jetzt natürlich null. Der Track. Ein langer Track. Und die Uhrzeit. Jetzt habe ich das Auto offen gelassen und sie hat sich sofort selber den Frisbee rausgeholt und will jetzt nach dieser 2000 Höhenmeter Tour noch Frisbee spielen. Du Mausi, hast du noch nicht genug Bewegung gemacht? Hä? Musst du noch ein bisschen Bewegung machen? Ja? Noch ein bisschen Sport? Ist das noch zu wenig? Okay. Zack. Ich kann das extrem gut aus der Luft fangen. Ja, dass sie wenigstens ein bisschen Bewegung macht, die Kleine. Ja, Tini. Ja, ein bisschen Bewegung wenigstens. So 2000 Höhenmeter, das ist ja gar nichts. Du Wahnsinnige, du. Schau, gar nicht scheu. Läuft gar nicht davon. Sehr zutraulich. Na gut, dann geht her. Dann schmeiß ich den noch einmal Richtung Auto. Ey, hergeben. Und dann fahren wir. Zack, und wieder aus der Luft gefangen. Und jetzt einsteigen. Wie bist du überhaupt reingekommen? Der Fahrrad liegt ja da im Weg. Hopp! Hoppa! Hoppa! Ah, wie hast du denn das geschafft? Die Tür war kaum offen und mein Fahrrad liegt da voll im Weg. Da bist du da reingehupft, über mein Fahrrad drüber geklettert und hast ihn dir geholt.